Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus dem Wiener Kursalon im Stadtpark. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein können. Ich sage Dankeschön an alle, die heute mit dabei sind. Und wir wollen alle, die jetzt zu Hause zuschauen auf ORF Sport Plus und auch auf unserem Livestream herzlich willkommen heißen zu einem ganz besonderen Nachmittag. Besonders deshalb, weil es sehr emotional wird. Das kann ich jetzt schon versprechen. Ich sage mal Danke an alle, die der Einladung gefolgt sind. Das sind Freunde, Wegbegleiter, die Familie, Partner, Sponsoren, unser Präsidium, einige Fans und natürlich auch die Mannschaft des SK Rapid und Medienvertreter. Meine Damen und Herren, die Einladung kam ganz kurzfristig, denn vor wenigen Tagen ist er zu uns gekommen und hat gesagt, und jetzt machen wir es offiziell. Auch für mich persönlich ein doch sehr emotionaler Augenblick. Einige sind hereingekommen und haben gesagt, na, wie war es gestern beim Papst? Es war unglaublich schön, es war ein einzigartiges Erlebnis. Ich muss aber zugeben, ich war gestern wesentlich weniger nervös als jetzt. Warum? Ein junger Mann verabschiedet sich. Er verabschiedet sich als Profi, so wie er sein ganzes Leben, sein Rapid-Leben war. Und ich kann mich noch erinnern, es war im Sommer 2002. Wir hatten unsere Büros in einem Container, weil gerade das Hanapi-Stadion neue Dächer bekam. Und es war Anfang Juni 2002. Und ich schaue so bei dem Container raus, beim Westtribünenzugang. Und da kommt ein junger Bursch. Und ich werde den Augenblick nie vergessen. Der kommt und klopft bei uns an. Ich mache die Tür auf und sage, bitteschön. Und er sagt, ich komme zum SK Rapid. Und ich habe ihn geschickt in die Nachwuchsabteilung, weil er damals noch jünger gewirkt hat, als man eigentlich jetzt kennen. Und es hat damals eine Karriere begonnen, eine ganz, ganz besondere Karriere. Der Rest ist nämlich Geschichte, wenn man sich überlegt, 539 Pflichtspiele unter 8 Cheftrainern, in knapp 16 Jahren 2 Meistertitel, zahllose persönliche Auszeichnungen, eine lebende Rapid-Legende. Und er steht heute im Mittelpunkt. Ich würde aber sagen, schauen wir uns gemeinsam einige Bilder an. Beginnen wir gleich einmal mit Bildern, die Emotionen zeigen, die einen Jubel zeigen, die ihn zeigen, wie er war und ist. Er zeigte die Emotionen, er hatte einen unglaublichen Draht zu den Fans, er hatte einen unglaublichen Draht zum Block West, er hat auch die Emotionen nie verborgen gehalten. Ja, und dann kann ich mich ganz genau erinnern, ich habe meinen 40. Geburtstag gefeiert. Das ist der Zeit her. Es war 2002 und das war im VIP-Club bei Rapid. Und da war eine junge Dame, die sitzt jetzt in der ersten Reihe. Und ein bisschen habe ich mitgeholfen, dass daraus eine Familie wurde. Liegt ihm auch sehr am Herzen, das Thema Familie. Er heiratete Barbara und neben dem Block West natürlich auch ganz wichtig, diese kleinen Fans, die natürlich auch größer werden.
Ja, und er hat ein unglaubliches soziales Engagement. Er spendet für die Gruft, er spendet für viele Menschen und nimmt sich auch immer Zeit für Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Das zeichnet ihn auch ganz besonders aus. Er ist aber auch ein begnadeter Entertainer und Showman. Und er hat sie bekommen, die unzähligen Ehrungen, denn er ist ein ganz, ganz großer. Und er hat sich gefreut über diese Auszeichnungen. Ob es in der Halle war, ob es als Spieler des Jahres war, ob es das war, auf das wir uns so, nach dem wir uns so sehnen. Und er war viele, viele Jahre der Kapitän. Meine Damen und Herren, das sind Bilder, das sind Fotos. Und wir haben uns gedacht, schauen wir aber zu Beginn des heutigen Nachmittags auch in die bewegten Bilder. Die bewegten Bilder, die ihn noch einmal zeigen sollen. Bitte schön. Steffen Hofmann. 2002 kommt er als Fußballprofi aus München zu Rapid. Seit 16 Jahren, mit einer kurzen Auszeit, schlägt sein Herz für Grün-Weiß. Jahre bei Rapid, Jahre voller Emotionen. Meistertitel, Cupsiege, alles ist dabei. 539 Pflichtspiele bestreitet Steffen Hofmann für die Hütteldorfer, ist damit Rekordspieler und erzielt 127 Tore. Mit 74 Einsätzen im Europacup hält er den internationalen Rekord. Für den dreifachen Papa eine neue Ära. Der Fußballgott sagt auf Wiedersehen. Steffen Hofmann und Rapid, eine Beziehung, die es so nicht mehr so schnell geben wird. Meine Damen und Herren, ich habe ihn in den 16 Jahren sicher 1000 Mal anmoderieren dürfen. Vor dem jetzigen Augenblick habe ich mich immer ein bisschen gefürchtet. Es ist so. Meine Damen und Herren, Steffen Hofmann.
Dankeschön. Ja, das ist für mich natürlich wirklich überwältigend, so einen Abschied zu bekommen. Ich habe mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht, was ich heute sagen werde, aber man ist auf sowas nicht vorbereitet. Man schiebt es hinaus. Und man möchte nicht wahrhaben, dass es irgendwann vorbei ist, aber der Tag ist da, wo ich meinen Abschied bekannt gebe. Ist natürlich für mich alles andere als leicht, aber für mich überwiegen einfach die schönen Zeiten mit diesem tollen Verein. Und alles, was ich hier erleben durfte, ist einfach überragend. Ja, der Tag musste irgendwann kommen, jetzt ist es soweit. Ich habe noch zweimal die Möglichkeit, für diesen großartigen Verein zu spielen. Hoffe natürlich, dass das auch irgendwie funktioniert. Und dann ist meine Karriere zu Ende als aktiver Spieler bei Rapid. Aber ich bin eigentlich hier, um Danke zu sagen. Danke zu sagen in erster Linie an meine Familie. An meine Frau. An meine Frau, die es nicht immer leicht mit mir gehabt hat, die mich immer unterstützt hat, die immer für mich da war, vor allem in den Zeiten, wo es eben nicht so gut gelaufen ist, und auch davon gab es mehr als genug. Bei meinen 3 wunderbaren Kindern. Die es sogar schaffen, in meinem Leben noch vor meiner Frau und vor Rapid zu stehen, die mir so viel Kraft geben. Du hast verloren. Du hast zuerst geweint. Und dann gibt es noch so viele Menschen, bei denen ich mich bedanken möchte. Natürlich ganz besonders auch bei meinen Eltern, die ja, mir einfach ermöglicht haben, auch diesen Weg einzuschlagen, Fußballprofi zu werden, die mit mir überall hingefahren sind, die alles getan haben, dass ich heute hier dastehen kann. Bei meinen Ex-Vereinen, sei es bei mir zu Hause im Dorf, sei es dann in Würzburg, bei Bayern, ich möchte mich bei allen bedanken. Und jetzt kommen wir natürlich zu meiner zweiten Familie. Der Andi hat gestern zu mir gesagt, ja, vergiss niemand beim Bedanken. Sage ich, Andi, ich werde es pauschal machen. Ich möchte mich in erster Linie bei allen meinen Trainern bedanken. Ausnahmslos allen Trainern. Bei all meinen Superkollegen für eine unglaubliche Zeit. Ihr habt es geschafft, dass ich in meinem Alter immer noch einigermaßen mich jung fühle. Bei allen Betreuern, bei allen im Verein. Ich hoffe, dass ich immer korrekt war zu euch, dass ich euch immer fair behandelt habe, immer in Ordnung war zu euch. Das war mir immer ein großes Anliegen. Es gibt zwei Leute, die möchte ich namentlich benennen, und ich hoffe, dass mir niemand in dem Raum böse ist, wenn ich ihn nicht mit dem Namen nenne. Das eine ist der Rudi Ehringer, der mein erster Präsident war,
der mich eigentlich im Alleingang von 60 wieder zurückgeholt hat, wo ich ein schwieriges halbes Jahr gehabt hat. Aber er hat es gemacht und er hat es durchgezogen. Er war bei mir in München und dafür bin ich ihm dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat, wieder zurückzukommen. Die zweite Person ist leider nicht da, aber er hat seinen Flug verpasst oder hat es Probleme gegeben. Das ist Josef Hickersberger, er war mein erster Trainer. Er war für mich als junger Bub, damals warst du mit 22 noch relativ jung, im Ausland, eine Art Vaterfigur für mich. Er hat mich in den Verein eingeführt, er hat mir gezeigt, worauf es ankommt. Damals schon mit einem tollen Trainerteam. Diesen beiden Personen, die möchte ich einfach herausstreichen. Und ansonsten, ja, ist es für mich einfach nochmal wichtig zu sagen, danke. Danke an die Fans. Ich weiß, dass es, glaube ich, schon eine sehr spezielle Bindung war zwischen uns. Es gab für mich nichts Schöneres, für euch zu jubeln, für euch zu spielen, für diesen Verein zu spielen, den ich wirklich sehr liebe. Danke. Sehr schöne Worte. Steffen, ich möchte dich auch jetzt nicht noch quälen hier auf der Bühne. Trotzdem, eine unglaubliche Zeit. Gab es einige Dinge, wo du sagst, die werde ich nie vergessen, und einige Dinge, wo du sagst, das hätte ich nicht gebraucht unbedingt? Ich habe ein Mikropod. Mir hat meine Tochter vorher erklärt, das ist kein Mikrofon, ein Mikropod. Ja, es ist schwer. Ich meine, es waren 16 wirklich überragende Jahre. Ich habe so viele tolle Dinge erleben dürfen. Und ich sage wirklich dürfen, weil es mir immer eine riesengroße Ehre war, hier zu spielen, hier Kapitän zu sein. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und es war einfach so viel Schönes dabei. Was natürlich am Ende überbleibt, sind die Meisterschaften. Es sind aber auch Spiele, die man wahrscheinlich in seinem Leben nicht vergisst, aber für mich wird dieses Familiäre für mich einfach jeden Tag in die Kabine kommen. Das wird das Schlimmste sein, da nicht mehr hinzukommen. Was ja nicht ganz stimmt, du kommst ja wieder hin, in einer anderen Funktion. Ja, das schon, aber es ist einfach der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann, den ich jetzt sehr lange Zeit gemacht habe. Und ich weiß, du hast wahrscheinlich nie Fußball gespielt, ich habe es ab und zu gesehen, du hast sicher nie Fußball gespielt. Aber für mich ist es jetzt so, wie ich ein kleiner Bub war und man hat mir einen Ball weggenommen. Und das ist jetzt wieder und es ist für mich immer noch so schlimm. Das lasse ich jetzt einmal so stehen und sag drauf, wie geht's mittelfristig jetzt weiter? Das ist eine schwierige Frage für mich, weil ich mein ganzes Leben eigentlich jeden Tag gern zum Fußballtraining gefahren bin und es mir immer Freude gemacht hat. Und das natürlich außerhalb von meiner Familie mein Leben war. Und wenn es jetzt dann in 10, 12 Tagen soweit ist und ich muss nicht mehr in der Früh aufstehen und zum Training fahren, wird es sicher was Neues, aber ich freue mich auch auf die neue Aufgabe, die ich bekommen habe. Ich glaube, dass das eine richtig tolle Aufgabe wird für mich, dass es eine,
eine super Geschichte werden kann, vor allem für die Talente bei uns im Verein und auch eine wirklich tolle Sache für den Verein werden kann, wenn wir es schaffen, eben die Jungs bei uns in die Kampfmannschaft einzuführen. Und ja, ich glaube, dass ich da helfen kann. Und ansonsten werde ich auch noch genug Dinge haben, mit denen ich mich beschäftigen kann. Ich möchte dir an dieser Stelle sagen, es war für mich eine große Freude, Ehre und vor allem freundschaftlich ein großes Vergnügen, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Jetzt muss ich heute ein bisschen aufpassen, dass du nicht meinen Sessel wegnimmst, aber es wird funktionieren. Dankeschön. Steffen Hoffmann. Mach dir keine Sorgen. Meine Damen und Herren, ich darf nun zu mir herausbitten, unseren Ehrenpräsidenten, er war Präsident des SK Rapid von 2001 bis 2013, begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus. Hier ist Rudi Edlinger. Herr Präsident, emotionale Worte, Dankesworte von Steffen, speziell an Sie gerichtet. Ich möchte das aufnehmen und fragen, ich weiß es, es wissen viele nicht, das war ein absoluter Alleingang damals von Ihnen. Sie haben alles overrullt, was zu überrollen geht und haben gesagt, ich hole den Hoffmann zurück. Warum? Naja, ganz so war es nicht, weil es nicht mein Stil ist, jemanden zu überrollen, sondern ich habe dem damaligen Präsidium mitgeteilt, dass ich gehört habe, dass sich der Steff in München nicht besonders wohl fühlt und dass ich in dem halben Jahr, wo er nicht bei uns war, festgestellt habe, dass uns etwas fehlt. Nicht nur fußballerisch, sondern auch vom Herzen, von dem, was Rapid ausmacht. Er ist ein Bursche, der mir schon als sehr junger Mann aufgefallen ist in seiner Charakterfestigkeit, in seiner Bescheidenheit, die er ja auch heute zum Ausdruck gebracht hat, in seinen familiären Gefühlen. Ich verstehe das. Ich habe auch drei Kinder, unterschiedlich zwar vom Geschlecht als deine, aber ich verstehe es, dass man für eine Familie Gefühle entwickelt, die über allem steht, und das habe ich sehr geschätzt, nämlich die Menschlichkeit an ihm und natürlich auch seine Handschlagqualität. Wenn er angesprochen hat, dass ich ihm damals in München, ich hatte damals dort zu tun, zu einem Abendessen getroffen habe und wir waren uns relativ rasch einig, dass er zurückkommen möchte, und wir haben eigentlich überhaupt keine Vertragskonstruktion gehabt, sondern wir haben uns ausgemacht, wie es passiert, und das hat gehalten, und das kommt ja auch nicht jeden Tag vor. Für mich ist er eine ganz wichtige Persönlichkeit in dem Verein, und ich freue mich natürlich sehr, dass wir ihm heute diesen Abschied bereiten. Es ist ja nicht ein Abschied für immer, sondern ist ja gleichzeitig ein Neubeginn. Und Steffen Hoffmann reiht sich ganz sicher in der Geschichte unseres Vereines als eine ganz große Ikone ein. Und ich glaube, dass der Fredi Körner nichts dagegen hat, wenn ich sage, er ist ein würdiger Urenkel von dir in diesem Verein. So lassen wir das stehen. Dankeschön. Ehrenpräsident des SK Rapid, Rudi Edlinger. Ich darf nun drei Personen zu mir herausbitten. Der eine wurde mit ihm zweimal Meister. Der andere spielte jetzt mit ihm bis zum Schluss bei Rapid. Und der dritte
ist seit 20 Jahren in der ersten Reihe der Ultras, ist seit oder war 15 Jahre lang der, der am Block West für die Stimmung gesorgt hat mit seinem Megafon. Begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus. Herzlich willkommen. Hier sind Markus Katzer, Mario Sonnleitner und Oliver Pohle. Herzlich willkommen. Eigentlich gilt die Frage für alle drei Herren, ich möchte es nur von jedem hören. Wenn du so den Steffen beschreiben sollst, du bist mit ihm zweimal Meister geworden, ihr habt im Europacup gespielt, ihr wart viele Jahre, ich glaube knapp 8 Jahre habt ihr miteinander gespielt. Wie würdest du ihn am liebsten beschreiben? Also der Steff war nicht nur ein Kapitän, sondern er war für uns alle der Kapitän. Ich würde ihn so beschreiben, dass er immer ein absoluter Vollprofi war. Er war nicht einmal in der Woche oder zweimal in der Woche zusätzlich noch in der Kraftkammer, sondern er war wirklich jeden Tag. Er hat immer performt. Er hat, solange ich gespielt habe, so viele Spiele allein entschieden. Er hat allein in der Meistersaison 2008 45 Scorerpunkte gemacht. Ohne Steff hätte ich wahrscheinlich eine Medaille weniger daheim. Es war unglaublich schön, mit ihm zusammenzuspielen. Ich habe auch das Glück gehabt, mit ihm lange am Zimmer zu sein, am Trainingslager und bei den Auswärtsfahrten. Somit haben wir auch privat sehr viel sprechen können und auch ein sehr inniges Verhältnis aufbauen können. Ich bin stolz, mit ihm zusammengespielt zu haben, und er war der beste Fußballer, mit dem ich je zusammen gespielt habe. Dankeschön, Markus. Mario, ihr seid jetzt beide noch in der Mannschaft. Von deiner Seite, wie siehst du den Steffen? Ja, wir haben ihn zuerst von außen betrachten können, wie bei Sturm Graz war. Und da hört man dann immer der große Steffen Hoffmann. Und man hat da irgendwie Respekt, wenn man in die Mannschaft kommt. Aber er hat es geschafft, in kürzester Zeit jemanden wirklich zur Seite zu nehmen, hineinzuführen in eine große, große Welt, was Rapid ist. Und er ist immer bescheiden und immer am Boden geblieben. Und ich finde einfach, er als Mensch ist einfach wundervoll. Und natürlich diese fußballerischen Qualitäten, die er hat, unzählige Tore erzielt, unzählige gute Spiele absolviert, das macht ihm aus. Aber ich glaube, der Faktor Mensch ist sehr, sehr wichtig bei so einem Verein. Und das ist einfach er, und er ist einzigartig. Man hat ihn zumindest vom Gefühl her nie grantig gesehen. Kann er grantig sein? Nein, er kann schon grantig sein. Wenn er mal Spiele verliert im Training oder im Match, dann lässt er das natürlich auch aus an diejenigen Personen, die vielleicht dann schuldig sind. Oder auch, wenn er selber mit sich nicht zufrieden ist. Er ist ein sehr ehrgeiziger Mensch, sehr zielorientiert. Und nur solche Eigenschaften haben ihn so weit gebracht, wo er jetzt ist. Und na, Hut ab. Seine Tochter lacht, die kennt das wahrscheinlich vom Mensch her, gerät dich nicht, oder? Zu Hause. Dankeschön. Mario Sonnleitner. Oliver, ich habe zuerst gesagt, er hat eine unglaubliche Bindung zu den Fans aufgebaut. Was war das Besondere am Steffen im Umgang mit den Fans? Also es war für uns schon sehr früh ersichtlich, dass da ein ganz ein besonderer Spieler heranreift. Ein Spieler, der zu Rapid passt, ein Spieler, der Leidenschaft auf dem Platz verkörpert, der eine hat, wenn es sein muss, der einfach alles gibt für die Farben Grün und Weiß. Und das sind ja die Tugenden, die wir fordern und die wir gern sehen im Block West und im restlichen Stadion. Und da war der Steffen schon relativ zeitnah zu Beginn seiner Karriere einer, der gezeigt hat, dass er imstande ist, diese Tugenden zu geben, zu leben. Und ja, mit der Zeit hat sich dann dadurch Kontakt und in weiterer Folge eine Freundschaft ergeben, die ich nicht missen möchte, die wir im Block West nicht missen möchten, weil wir uns schon im Klaren sind, dass so ein Spieler wie der Steff leider in Zeiten wie diesen, in Zeiten des modernen Fußballs wahrscheinlich nicht wieder für den SK Rapid spielen werden.
Du selber bist ein sehr guter Freund von ihm. Wie siehst du ihn privat als Menschen, privat als Freund? Ich glaube, menschlich ist alles gesagt in den vorigen Aussagen von euch. Der Steffi ist ein super Mensch, ein Mensch, wie der Präsi gesagt hat, der Handschlagqualität hat, ein Mensch, der weiß, worauf es ankommt im Leben, ein Mensch, der ein wirklicher Freund ist und der großer Rapidler ist. Und er wird uns allen sehr fehlen. Vielen Dank. Oliver Pohle, Dankeschön. Markus Katzer, danke Mario Sonnleitner. So, meine Damen und Herren, und jetzt darf ich unseren Präsidenten zu mir bitten. Er möchte ganz gerne noch bei der Verabschiedung von Steffen Hoffmann seine Worte präsentieren, wie er den Steffen sieht. Meine Damen und Herren, Michael Krammer, herzlich willkommen. Liebe Barbara, sehr geehrter Ehrenpräsident, meine Damen und Herren, Steffen. Du bist im Sommer 2006 zum SK Rapid zurückgekommen und ich war damals selbst noch Fan und hatte mit dem offiziellen Rapid eigentlich nichts zu tun. Ich kann mich noch genau erinnern, wie groß diese Euphorie war, als der Rudi Edlinger dich zurückgeholt hat und du wieder da warst. Diese Euphorie war absolut zu Recht, wie wir jetzt alle wissen. Du hast wenige Monate zuvor als amtierender Kapitän gesagt, du willst es versuchen bei 1860 München in deine bayerische Heimat, ungefähr Heimat, zurückzugehen. Aber ich glaube, du hast sehr bald festgestellt, dass Wien und der SK Rapid in Wahrheit dein neues Zuhause sind. Deiner Popularität hat der damalige Wechsel überhaupt nie einen Abbruch getan, weil du hattest dir damals schon mit deinen unglaublichen Leistungen dir den Respekt erspielt und bist durch deinen Charakter und dein Auftreten schon ein Platz, ein Fixplatz in den Herzen der grün-weißen Fans gewesen. Aber, meine Damen und Herren, machen wir der Reihe nach. Wir schreiben das Jahr 2002. 2002. Der Euro wird gerade eingeführt in Österreich und löst den Schilling als Währung ab. Es gibt eine Hochwasserkatastrophe, die FPÖ spaltet sich in Knittelfeld, die ÖVP gewinnt daraufhin Neuwahlen. Stefan Eberharter gewinnt 2002 den Skiweltcup, wird auch Olympiasieger im Riesentorlauf, weil Hermann Mayer nach seinem Motorradunfall verletzt ist. Michael Schumacher wird Formel 1 Weltmeister. Der FC Tirol wird österreichischer Fußballmeister, Rapid wird Achter und Brasilien wird zum fünften Mal Fußballweltmeister. Nur damit wir einordnen können, wie lang das alles her ist. In diesem Jahr 2002 kommt Steffen Hoffmann als No-Name von der zweiten Mannschaft der Bayern zu Rapid. Der Initiator dieses Transfers war Lothar Matthäus, der Rekordinternationale, die Bayern-Legende. Problem dabei war nur, dass der Initiator, wie Steffen dann gekommen ist, nicht mehr da war. Weil mit einem achten Platz hat man sich nicht wirklich das Trainerdasein bei Rapid verdient. Das Zepter, als Steff kam, hatte damals schon ein anderer in der Hand als Cheftrainer. Und er sollte, und das ist heute schon erwähnt worden, zum größten Mentor und Förderer und väterlichen Freund in der Karriere des Steffen werden. Josef Hickersberger hieß der damalige Neo-Trainer bei Rapid und der hat den Steff damals als jungen deutschen Spieler immer wieder sofort zum Einsatz gebracht, obwohl damals wirklich namhafte Konkurrenz bestanden hat. Andi Herzog war noch im Verein, im Mittelfeld. Thomas Sobotzik besetzte eine Position. Das hat beim Hicke sogar so weit geführt, dass er den Steff, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber es war so, einmal als rechten Außenverteidiger eingesetzt hat.
Es sollte allerdings bei einem einmaligen Versuch bleiben. Hicke hat sehr schnell erkannt, dass das nicht die Lieblingsposition des Steff ist. Als dann Andi Herzog im Sommer 2003 seine aktive Laufbahn beendete, hat der Hicke die Rapid-Familie wieder überrascht. Persönlichkeiten im Kader wie Lade Meyer, Martin Hieden, René Wagner und Andi Iwanschit, der damals schon der Rising Star war mit 75 Pflichtspielen und kurz danach sogar von Hans Krankl zum Teamkapitän ernannt wurde, alle die gingen leer aus. Es wurde Steffen Hoffmann zum Kapitän ernannt. Ein blutjunger Piefke, sagen wir, obwohl man ja Bayern nicht wirklich zu Piefke zählen kann, mit damals gerade 31 Pflichtspielen und 5 Toren, wurde Anführer der grün-weißen Equipe auf dem Feld. Da waren nicht wenige damals, die sich gedacht haben, ganz bei Trost kann der Hickersberger nicht sein. Aber Steff hat alle Kritiker eines Besseren belehrt und Hicke hat offensichtlich ganz genau gewusst, was er tut. Denn dem Debüt als Spielführer der Rapid-Mannschaft folgten unglaubliche 422 weitere Spiele als Kapitän der grün-weißen Elf. Und ich meine mal, dieser Rekord wird ganz sicher in Zukunft für immer bestehen bleiben. Schon in diesen jungen Jahren erwies sich Steff als wirklich würdiger Kapitän. Die Leistungen auf dem Platz ohnehin, aber auch durch seine stets überlegten öffentlichen Auftritte, die Nähe und die Unterstützung für seine Mitspieler, für die Mitglieder im Umgang mit den Fans, mit den Trainern und aber auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Rapid-Familie. Nicht zuletzt macht ihn auch sein ausgeprägtes Gespür für jene aus, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. Soziales Engagement ist dem Steff ein Herzensanliegen und war es auch immer schon. Ganz früh Engagement im Wiener Integrationshaus von Kurt Ostbahn. Da hat er noch lange mit den Bewohnern weiter Fußball gespielt, noch lange danach, nachdem die Kameras und Fernsehteams schon abgezogen waren. Für das tolle Projekt Kicken ohne Grenzen hat er sich ohne Nachdenken als ehrenamtlicher Botschafter zur Verfügung gestellt und die Obdachlosenorganisation Gruft ist ihm seit langer Zeit ein Herzensanliegen. Und ich kann Ihnen versichern, mehr als 90% seines Engagements dort findet statt ohne mediale und PR-Begleitung, weil es ihm ein Herzensanliegen ist. Ich persönlich kann mich an ein Erlebnis erinnern mit dem Steff. Wir waren damals, und dieses Leibchen gefällt mir besonders gut, wir waren damals mit Orange, Sponsor des SK Rapid, und Steffen hat diese Marke auf seiner Brust getragen. Und wir wollten damals was Besonderes für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem für die Familien der Mitarbeiter machen und haben einen sogenannten Bring Your Family Day organisiert, wo halt alle Mitarbeiter ihre Kinder mitnehmen konnten und haben bei Rapid angefragt, ob Steff zur Verfügung stehen würde für eine Autogrammstunde. Ja, Steff ist gekommen und es war nicht ein Leute, wo da geblieben hat, genommen zur Verfügung gestanden. Das charakterisiert sein Sozialherz. Aus sportlicher Sicht war Steff jetzt über eineinhalb Jahrzehnte der wichtigste Mann in unserem Team. Mehrmals schon gezeigt und genannt, aber trotzdem will ich es noch einmal aufzählen. Zweimal von den Journalisten des Landes zum Spieler des Jahres gewählt. Fünfmal von den Lesern der Krone zum Fußballer des Jahres. Dazu viermal zum besten Spieler der Bundesliga-Saison gewählt. Und vor 3 Jahren auch noch die Berufung ins UEFA-Team der Euroleague-Gruppenphase. Das ist alles genauso eindrucksvoll wie die Rekorde. 539 Pflichtspiele, es werden 1 bis 2 jedenfalls noch dazukommen, wurde als Mittelfeldspieler in der Saison 2009-2010 mit 20 Treffern Torschützenkönig und traf im Europacup
25 Mal in 74 Spielen. Kein anderer Rapidler ist auch nur annähernd an diese Trefferausbeute im internationalen Bewerb herangekommen. Wir erinnern uns in dem Zusammenhang in der Zeitspanne vom Jahr 2004, das Wunder von Kasan, beim 3:0 Auswärtssieg, ein Doppelpack, nach einer 2:0 Heimniederlage und den daraus resultierenden doch noch Aufstieg, bis hin zum letzten Europacup-Tor, bis jetzt gegen Pilsen beim 3:2 Heimerfolg vor 3 Jahren. Am Weg zum ersten Platz in der Europa League Gruppenphase. Es gäbe noch viele Zahlen und Rekorde aufzuzählen. Aber schlussendlich bin ich heute hier, Steffen, um im Namen der gesamten Rapid-Familie zumindest 539 Mal dir Danke zu sagen. Danke auch deiner Familie, die dich immer unterstützt hat. Danke dir als Mensch und als Sportsmann. Und du hast dir zu Recht den Ehrentitel Fußballgott verdient, weil du weit über den sportlichen Bereich für diesen Verein Unglaubliches geleistet hast. Ich möchte schließen wieder mit einem Zitat von Josef Hickersberger. Er hat ein Buch geschrieben im Jahr 2006. Dieses Buch heißt Jetzt erst recht. Und da steht im Vorwort Folgendes geschrieben. Er, Steffen Hoffmann, kann er seinen Verein, nachdem er eine schwere Verletzung überwunden hat, die hatte er damals nach der Wiederkehr, wieder zu ähnlichen Erfolgen führen, dann wird er in der grün-weißen Historie wohl endgültig einen Platz neben Ikonen wie Krankl oder Panenka erobern. Dies hast du, lieber Steffen Hoffmann, somit geschafft. Für mich persönlich bist du die Nummer 1. Danke. Vielen Dank unserem Präsidenten Michael Kramer. So, meine Damen und Herren, und jetzt habe ich noch einen Gast hier draußen und ich möchte ganz kurz eines dazu sagen. Am kommenden Sonntag gibt es ja das letzte Meisterschaftsheimspiel dieser Saison und jetzt schon einmal ein Aufruf an alle Rapid-Fans, dass sie sich Zeit nehmen sollen und mit dabei sein sollen in unserem Stadion, denn ich sage jetzt einmal, das wäre eine Möglichkeit, sich auch dort noch einmal von Steffen ordentlich zu verabschieden. Aber abgesehen davon gab es bei uns bereits im Februar eine Terminplanung. Und in dieser Terminplanung war ein Termin fix drinnen. Nämlich sollte Steffen sich entscheiden und sagen, er hört auf, dann werden wir ein tolles Abschiedsspiel gemeinsam mit ihm durchführen. Und über das wollen wir jetzt auch noch kurz plaudern. Ich darf zu mir herausbitten, unseren Geschäftsführer Wirtschaft. Herzlich willkommen, Christoph Peschek. Christoph, bevor wir über, da oben steht Abschiedsspiel am 22. Juli, bevor wir über diesen Termin und über dieses Spiel plaudern, würde ich dich auch noch ganz kurz bitten aus deiner Betrachtung. Zum einen als Fan, du warst selber am Block West, du warst selber, gehe ich davon aus, ein Fan von Steffen Hoffmann. Aus der Warte und natürlich auch aus der Warte, wie du mit ihm jetzt in den letzten Jahren zusammengearbeitet hast, ein bisschen was zu erzählen. Ja, sehr gern. Zunächst ein großes Dankeschön als Fan, als Geschäftsführer, aber vor allem auch als Freund. Für alle großartigen Leistungen, die du für den SK Rapid gebracht hast, für deine Ratschläge, für deine immer offenen Worte, für die technische Raffinesse, für die Leidenschaft, für den Siegeswillen, für all das, was du verkörperst, alle Tugenden, die auch für den SK Rapid enorm wertvoll und wichtig sind. Du bist ein riesengroßer Rapidler und daher ein großes, großes Dankeschön für alles, was du geleistet hast, aber auch in Zukunft für uns auch leisten wirst. Und wir alle haben wahrscheinlich so Szenen, Momente im Kopf,
die wir mit dem Steffen verbinden. Es gibt ganz, ganz viele, aber eine, die finde ich so viel über ihm aussagt, ist das auch nicht eines der vielen David-Tore, aber das am Horplatz, also gefühlt, ich weiß schon, so groß ist ein Platz nicht, aber ich glaube 300 Meter gesprintet ist und damit aller Kraft, den er eine hat und das ein unglaublicher Moment war. Also großes Dankeschön. Gut, und dann ist natürlich die Frage, wie verabschiedet man so eine große Legende, einen Rekordspieler? Das ist ja etwas, das macht man auch nicht alle Tag, ganz im Gegenteil. Und wir alle wissen, dass die bisherige Anzahl von 539 Pflichtspiele, also ob das nochmal einer schafft, das darf man wohl bezweifeln. Und wir uns ja gemeinsam Gedanken darüber gemacht haben, wie gehen wir jetzt damit um? Und zum einen der heute sehr, sehr schöne Augenblick, wo uns der Steffen mitgeteilt hat, dass er seine Karriere als aktiver Spieler offiziell beenden wird. Wollen wir natürlich gegen Alltag ihm auch schön und ordentlich verabschieden. Aber wir haben gemeinsam gesagt, so ein großartiger Spieler, eine solche Legende, unser Rekordspieler verdient es sehr würdevoll bei einem eigenen Abschiedsspiel, völlig unter losgelösten Stress mit Pflichtspiel und Sonstiges, dass man da ein tolles Fußballfest für den Steffen, mit dem Steffen, mit seiner Familie, mit seinen Freunden feiern. Und daher, wie wir gesagt haben, am 22. Juli, am Sonntag um 19.30 Uhr, wollen wir das große Abschiedsspiel, das Dankespiel für den Steffen absolvieren, haben gemeinsam uns auch viele Gedanken gemacht, unter welchen Rahmenbedingungen wir werden spielen mit der Kampfmannschaft und Steffen und Freunde. Wir werden einen symbolischen Preis für diese Tickets machen von 11 Euro im Block West und auf der Nordtribüne und 18,99 auf der Allianz-Tribüne. Wir haben uns auch dann überlegt, das ist ein toller Moment, ein tolles Spiel, und gemeinsam haben wir dann entschieden, das, was wir an Deckungsbeitrag erwirtschaften, also das, was letztlich für den SK Rapid überbleibt, werden wir dem Nachwuchs und dem Special Needs Team zur Verfügung stellen. Denn gerade der Steffen als zukünftiger Talentemanager ist ja nicht nur, unter Apostroph und das bitte überhaupt nicht respektlos, ein Spieler, der den Verein bisher unglaublich geprägt hat, sondern er wird mit seiner neuen Aufgabe als Talentemanager auch in Zukunft für den SK Rapid unglaublich wertvolle Arbeit leisten, ein nachhaltig großartiges Meisterstück liefern, und auf das freuen wir uns alle gemeinsam sehr, und daher freuen wir uns ebenso auf das große Abschiedsspiel. Und abschließend vielleicht unser Rekordspieler mit der Rückennummer 11 wollen wir nicht nur in den Geschichtsbüchern, nicht nur mit seiner Funktion, die er in Zukunft hat, immer sehr, sehr würdevoll und respektvoll, nicht nur in unserem Herzen, sondern auch in unseren Geschichtsbüchern haben, sondern wir wollen natürlich auch symbolisch noch einen Beitrag leisten und werden die Rückennummer 11 auch auf zumindest 11 Jahre nicht vergeben. Vielen Dank. Dankeschön, kräftigen Applaus, Christoph Peschek. Und entschuldige, weil ich die Barbara sehe, wir alle kennen den Steffen und wissen, wenn er was macht, dann richtig. Ich befürchte, auch in Zukunft wird die Zeit nicht deutlich mehr. Aber wir wissen, die Zeit, die er hat, die wird er immer qualitativ hochwertig mit seiner Familie verbringen. Aber er wird mit Sicherheit, so wie man kennen, auch in Zukunft total viel für den SK Rapid leisten. Ich ersuche jetzt schon Verständnis. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, wir haben hier schon ein Sujet. Ich möchte jetzt noch sagen, es ist gar nicht so schwer. Ich darf dieses Spiel organisieren und ich habe begonnen anzurufen und es ist gar nicht so schwer. Es kommt überall ein Ja, auch wenn Sie weit entfernt im Einsatz sind, und es gibt die Zusagen, ob es sind Walachowicz, Kinzel, Trimmel, Kulowitz, wem haben wir noch? Owen Hargreaves wird mit dabei sein. Bei einem bin ich noch dran, das verrate ich jetzt nicht, hat bei ihm bei Bayern, mit dem Steffen bei Bayern Nachwuchs gespielt. Ein sehr prominenter, also es kommen sehr, sehr viele, Jimmy Hoffa hat zugesagt und. Das wird das Team Steffen and Friends. Bitte den Termin 22. Juli ganz, ganz fest im Kalender eintragen. Wir freuen uns auf dieses Spiel und es wird dann noch einmal ein würdiger Abschied. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, war es uns allen ein großes Anliegen, dass diese
am Anfang haben wir gesagt, Pressekonferenz, dass es ja nicht ist, sondern eine Veranstaltung hier im Kursalon, eine ganz besondere auch wird für den Steffen, für seine Familie, für die Rapid-Fans, die hier sind, für die Spieler, für unsere Legenden, die auch dankenswerterweise dabei sind und natürlich auch für alle, die zu Hause zuschauen, an den Bildschirmen im Internet. Ich hoffe, es ist uns gelungen und wie da oben steht, das wird er noch ein paar Mal sagen. Danke und Servus, sag ich jetzt noch einmal. Danke, Steffen, für alles, alles Gute. Auf Wiedersehen und ich gebe zurück zum Christian Dindorfer. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, wir sind zwar jetzt noch auf Sendung, aber wir können, das ist alles live. Da hinten wartet ein wunderbares Buffet.